In diesem Video zeige ich dir, wie du den PC Finder installierst. Das ist eine kleine Software, die mir hilft, alle Drucker in deinem Firmennetzwerk aufzuspüren und die alle Druckerinformationen an mich weiterleitet. Wenn du dich erfolgreich registriert hast, werde ich dir den Begrüßungsbildschirm anzeigen. Übrigens biete ich dir auf jeder Seite unten rechts eine Hilfestellung an, den Assistenten. Hier erkläre ich dir Schritt für Schritt meine Funktion. Nach der Registrierung erstelle ich dir deine persönliche TC Finder Installationsdatei. Das dauert etwa eine Minute, bis du sie über den Button herunterladen kannst. Das erste Schrittefenster zeige ich dir nur nach der Registrierung. Solltest du also bereits registriert sein oder du hattest nach dem ersten Anmelden noch keine Zeit, den TC Finder zu installieren, dann wirst du statt dem Begrüßungsfenster das Dashboard sehen. Auf dem Dashboard kommst du direkt unter Erste Schritte wieder zu dieser Ansicht. Alternativ kannst du dir unter Einstellungen TC Finder, Download Setup die aktuellste Version des TC Finders herunterladen. Nachdem du die Installationsdatei heruntergeladen hast, musst du die Datei an dem Speicherort mit einem Doppelklick ausführen. Gegebenenfalls fragt dich Windows, ob du der Datei vertrauen willst. Bestätige das mit Ja. Zuerst wählst du die Sprache. Das nächste Fenster kannst du mit Weiter bestätigen und kommst zu den Lizenzbestimmungen. Wenn du damit einverstanden bist, geht es mit Annehmen weiter. Jetzt könntest du noch den Pfad ändern, wohin das Programm installiert werden soll. Im nächsten Fenster gibst du einen Namen für deinen Standort ein. Klickst du auf Weiter, kommst du zu den Proxy-Einstellungen. Solltest du keine Ahnung haben, was du hier eintragen sollst, nicht schlimm, lass die Felder leer. Ich versuche dann automatisch die richtigen Einstellungen zu konfigurieren. Jetzt ist der TC Finder auf deinem System installiert. Um den TC Finder final zu konfigurieren, meldest du dich auf tc-karl.net an. Was du dann machen musst, erfährst du in diesem Video.